Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin der GreyDex und heute gibt es für euch die nächsten Informationen zur neuen Season, die ich für euch herausfinden konnte. Vorab möchte ich noch klarstellen, dass nur wenige davon von Ubisoft offiziell bestätigt wurden. Das meiste sind neue Leaks, die aber mittlerweile immer präziser werden. Zudem sind sich die meisten Dataminer, Reddit und verschiedene andere Plattformen in fast allen Details einig. Fangen wir mit Operation Blood Orchid im Allgemeinen an. Ubisoft hat offiziell angekündigt, dass noch ein Operation Health Patch erscheint und danach dann die Operation Blood Orchid am 29.08. beginnt. Ab diesem Zeitpunkt steht uns allen die neue Map zur Verfügung und die Besitzer eines Season Pass können bereits die neuen Operator testen. Für alle anderen erscheinen die neuen Operator dann eine Woche später, jeweils zum Preis von 25.000 Renown. Kommen wir zu den Operatoren. Caltrop und Dazzler, wie ich es in meinem letzten Video genannt hatte, waren tatsächlich Codenamen der Dateien auf den Testservern. Neuere Leaks deuten nun alle darauf hin, dass die Operator Ying, Legion und Ela heißen. Schauen wir uns das Ganze doch mal genauer an, denn es geistern einige Bilder im Netz herum, die scheinbar sogar die neue Spezialfähigkeiten aufdecken. Ela oder Ila wird wohl der weibliche polnische Operator sein und als Verteidigerin eingesetzt. Ihre Spezialfähigkeit ist die Grismod Mine. Mein Polnisch ist nicht so gut, deswegen hoffe ich einfach mal, dass ich das jetzt annähernd richtig ausgesprochen habe. Grismod heißt auf Deutsch so viel wie Donner. Dem Text nach zu urteilen, handelt es sich hierbei um Minen, die auf Erschütterung reagieren und nach Auslösen beim Gegner einen Schwindeleffekt auslösen und das Gehör beeinträchtigen. Die Wirkung scheint also der Echo-Drohne sehr ähnlich zu sein, nur dass die Minen ähnlich wie eine Claymore einfach platziert werden können und nicht gesteuert werden müssen. Mir persönlich sieht Ela nach 2 bzw. sogar 3 Geschwindigkeitspunkten aus, aber das ist wirklich nur eine Schätzung. Kommen wir zum ersten SDU-Operator. Auch hier beginnen wir mal mit dem Verteidiger, der, so wie es aussieht, Legion oder Lesion heißen wird. Seine Spezialfähigkeit nennt sich GU. Auch Legion wird Minen auslegen können, die einen Gegner bei Berührung verletzen und verlangsamen. Ich stelle mir das ungefähr so vor, als würde man als Angreifer durch Stacheldraht laufen und im Rauch einer sehr schwachen Smoke-Granate stehen. Legion sieht mir nach einem klassischen 2-Speed-Operator aus, wobei auch hier gilt, das ist nur eine Schätzung. Was würdet ihr sagen? Auffällig ist, dass beide neuen Verteidiger Minen platzieren können, die nicht kontrolliert werden müssen wie eine Drohne oder eine Smoke-Granate. Das wird es den Angreifern in Zukunft schwerer machen, einfach ins Gebäude zu pushen, weil sie jetzt nahezu überall mit Frost und Kapkan fallen, aber auch mit den Minen von Legion und Ela rechnen müssen. Ubisoft geht hier also ganz gezielt auf das sehr offensive Gameplay und versucht dieses wieder ein wenig einzuschränken. Als Angreifer muss man sich in Zukunft überlegen, wie schnell man pusht oder wo man Roamer jagen möchte. Und ich glaube, das führt dazu, dass in Zukunft wieder etwas taktischer gespielt wird. Als Angreifer ist man mit Ela und Legion im Gegnerteam also dazu gezwungen, etwas mehr auszudrohen und einfach vorsichtiger zu sein. Als letztes habe ich für euch noch den SDU-Angreifer. Hier bekommen wir wieder eine weibliche Angreiferin mit dem Namen Ying. Ihre Spezialfähigkeit nennt sich anscheinend Candela, dem Text nach zu urteilen handelt es sich hierbei um verschieden einsetzbare Blendgranaten. Diese können entweder an Oberflächen angebracht oder als Granaten gerollt werden. Interessant wäre es ja, diese Blendgranaten unter Türen hindurch zu rollen. So wie es aussieht, kann Ying die Blendgranaten auch aus einem Gerät abschießen, das ähnlich wie Fuse durch unverstärkte Wände die Granaten freisetzt. Zusätzlich könnte sie mit ihrem Gerät dann, ähnlich wie Hibana, ihre Blendgranaten einfach verschießen. Es ist also eine Mischung aus Fuse und einem Supporter mit Blendgranaten. Man verletzt niemanden im Raum, kann aber dafür den Push seiner Teammates wunderbar unterstützen, weil man im richtigen Moment die Blendgranaten in den Raum schießt. Im Gegensatz zu Fuse gibt es dann noch den Vorteil, dass man nicht auf unverstärkte Wände oder geschlossene Fenster hoffen muss, sondern dass man im Notfall auch die Granaten eben einfach verschießen kann. Da die Fähigkeit der von Fuse doch schon recht ähnlich ist, rechne ich damit, dass Ying nur einen Geschwindigkeitspunkt haben wird und dass ihr Gerät ebenso wie Fuse von Mute gestört oder von Jäger abgefangen werden kann. Auch hier bleibe ich extrem gespannt, was wirklich auf uns zukommen wird. Als letztes komme ich noch zur neuen Map Theme Park, die meisten von euch sicherlich schon kennen. Der Vollständigkeit halber nehme ich sie aber trotzdem nochmal in dieses Video mit rein. Die neue Map gehört zum Hongkong DLC und wir werden auf einem verlassenen und heruntergekommenen Freizeitpark spielen dürfen. Wir sehen auf der Map ein Riesenrad am Strand und ein großes heruntergekommenes Gebäude mit Glasdach inklusive einiger Nebengebäude. Direkt fallen einem natürlich die Dropper auf, durch die man vom Dach aus ins Gebäude eindringen kann. Interessant wäre, wenn man durch das Glasdach in den Mittelteil des Gebäudes nach unten schießen könnte. Im oberen Stockwerk sehen wir den großen Mittelteil und drumherum mehrere Zimmer und Flure mit vergleichsweise wenigen verstärkbaren Wänden. Zudem haben wir hier 4 Dropper, die eine Rotation ins darunterliegende Stockwerk ermöglichen.
Der Mittelteil scheint Start der großen Achterbahn zu sein und somit dürfen wir wahrscheinlich verfallene Schienensysteme erwarten. Scheinbar war das Gebäude als Start und Ziel der Achterbahn gedacht, in dem auch die Passagiere einsteigen können und in dem auch die Wartung stattfindet. Im untersten Stockwerk gibt es einige verstärkbare Wände mehr und der große Mittelteil ist nicht mehr zu sehen. Es gibt also leider keinen Wartungstunnel unter dem Schienensystem. Dafür haben wir im Erdgeschoss größere Räume. Im Westen und Osten sind jeweils die Treppenaufgänge zu finden, wobei die Treppe im Osten eine imposante Doppeltreppe ist, bei der man links und rechts jeweils einen Aufgang findet. Was mir auffällt, ist, dass laut Stockwerkangaben rechts im Bild noch ein Keller oder ein unteres Stockwerk fehlt. Vielleicht erwartet uns hier ja noch etwas Überraschendes. Zuletzt habe ich noch eine ganz frische Information für euch. Glass hat auf einer internationalen Konferenz vorgeschlagen, das ACOG-Visier von den Waffen 416C und MP7, also die beiden Waffen, die von Bandit und Jäger genutzt werden, zu entfernen. Alle Parteien haben diesen Vertrag unterschrieben und scheinbar wird nun tatsächlich das ACOG von Bandit und Jäger entfernt, da die beiden einfach zu stark als Spawntrapper waren. Nun müssen wir uns hier, wenn wir ein ACOG nutzen wollen, auf Rook, Doc und Echo verlassen, die allerdings wesentlich langsamer sind. Somit kann man zum Spawntrappen schlechter rotieren und wird vermutlich eher weggeholt. Das Ganze wurde heute vom Instagrammer Ashes Bay veröffentlicht. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob diese Information vertrauenswürdig ist, aber ich würde es Ubisoft schon zutrauen. Auch wenn ich Bandit gerne mal mit ACOG spiele, sind wir doch mal ehrlich. Es ist ziemlich OP als Spawntrapper und Roamer. Mal sehen, was uns hier tatsächlich erwartet. Ja Leute, das war's auch schon wieder mit den neuesten Infos, die ich finden konnte. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben und klickt auf die Glocke, um bei allen neuen Videos direkt informiert zu werden. Habt ihr noch Informationen, die ich vergessen habe, dann ab in die Kommentare damit. Bis zum nächsten Mal. Ciao!